Schaffe ich es heute als Baby, den Chili zu retten? Denn für ihn wird es heute richtig gefährlich. Schaut das Video unbedingt bis zum Schluss. Hallo Freunde, ich bin der Bloxy und da hinten ist mein bester Freund, der Chili. Ich werde heute als hilfreicher Baby Siren Head mit ihm Minecraft spielen. Was macht ihr da eigentlich neben diesem Vogelnest? Oh, ihr süßen Tauben. Fangen will ich dich jetzt. Komm doch hier rein, hallo. Was ist denn mit dir? Oh, warum kann ich den da nicht einsperren? Ich liebe Tauben, Freunde, das wisst ihr. Aber irgendwie will der selber da gar nicht rein. Ich dachte, wir wären Freunde, Taubi. Ich glaube, er will den Vögeln wehtun. Ich muss schnell zu ihm und ihn aufhalten. Oh, Leute, das ist super. Ich habe einfach meine Kamera dabei. Das heißt, ich kann super coole Bilder aufnehmen. Oh, hier ist ein V. Der ist ja süß. Aber ich habe auch gesehen, hier gibt es auch ganz viele Tauben. Und Tauben, wie wir alle wissen, sind viel cooler als so ein komischer V. Da ist doch die erste Taube. Oh, bleib hier. Und zack, das hänge ich mir in mein Wohnzimmer, Leute. Chili macht gerade einfach Fotos von Tauben. Und hä, hat er mich noch gar nicht bemerkt? Oh, was bist du denn für ein komischer Vogel? Tschu, 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 flieg nur weg, flieg nur weg. Oh mein Gott, Freunde, das kann doch nicht sein. Ich wollte hilfreich sein und er mobbt mich jetzt einfach. Wenn ich Chili weiterhin helfen soll, dann müsst ihr jetzt unbedingt ein Like da lassen. 1, 2, 3. Super, Freunde, ihr habt geliked. Na gut, ich werde Chili weiterhelfen. Oh, Leute, das ist, glaube ich, die coolste Stadt, die ich jemals gesehen habe. Guck mal, wie große Gebäude da einfach sind. Und hier so eine coole Brücke, hier so eine riesen Yacht. Da muss ich unbedingt hin, Leute. Das heißt, wir springen jetzt hier erstmal runter, Leute. Oh nein, Freunde, diese Stadt sieht sehr gefährlich aus. Ich glaube, die ist verlassen. Und ich glaube, da ist irgendwo auch meine Mutter, nämlich Mega Siren Head. Er darf auf keinen Fall da irgendwie zu dieser Stadt gelangen. Und erst recht, ich darf diese Klippe da runterspringen. Das wird er nicht überleben. Ich muss unbedingt ihn retten. Als hilfreicher Baby werde ich ihm jetzt ein Luftschiff platzieren. Und oh, wartet mal. Ich habe hier gerade irgendwas gedroppt bekommen. Was ist das denn? Ein Airship? Oh mein Gott, Leute. Ich glaube, ich muss doch nicht hier runterspringen. Das ist super. Ich setze mich mal direkt rein. Oh, ich kann gar nicht fliegen, Leute. Vielleicht muss ich doch runterspringen. Das wäre gar nicht gut. Oh nein, der Chili braucht jetzt unbedingt auch Kohle, damit sein Motor angeht. Hier, Chili, hab sehr viel Kohle. Du musst unbedingt jetzt überleben. Oh mein Gott, ich krieg kaum Kohle jetzt. Das heißt, ich kann jetzt direkt in die Stadt fliegen. Ich muss nur einmal hier das reinmachen. Da muss ich mir noch mal ganz kurz das Bild angucken von, warte mal, von meinem Lieblingsvogel. Nee, warte mal, das war der komische Vogel. Egal, wir fahren jetzt los. Und zack. Oh nein, Chili wird jetzt in diese böse Stadt fliegen. Ich muss ihm helfen und ich muss hinterher. Wow, Leute, ich glaube, das ist die verlassenste Stadt der ganzen Welt. Hier steht noch Help, was Hilfe heißt. Okay, das ist ein bisschen gruselig, Leute. Ich hoffe, dass hier nichts Schlimmes passieren wird. Boah, Leute, ist das da unten ein Panzer oder was ist das? Da, war hier etwa ein Krieg oder sowas? Oh, ist das schön hier. Oh, das sind Zombies. Ich glaube, die wollen, dass ich... Guck mal, wie die zu mir laufen. Die wollen bestimmt, dass ich hier auch einziehe. Hallo, Freunde. Oh nein, ich glaube, die wollen doch nicht befreundet sein mit mir. Ich muss sie schnell weg. Oh nein, Freunde, habt ihr das gerade gesehen? Dachte wirklich Chili, dass ein Zombie mit ihm befreundet sein möchte? Ich werde ihm jetzt unbedingt ein Schwert geben müssen. Oh mein Gott, der komische Vogel hat mir einfach ein Schwert getroppt. Das ist super. Jetzt kann ich auch gegen die Zombies angreifen. Und zack, und zack. Oh ja, Freunde, er hat den Zombie fast besiegt. Und auch den, der sein Luftschiff eingenommen hat. Oh nein, er macht sein Luftschiff kaputt. Oh, Chili. Gleich habe ich dich, gleich habe ich dich. Und zack, und zack. Das habe ich letzte Woche noch im Kampfsport gelernt. Und zack, und hier eine Drehung. Woo. Zu einfach, Leute, zu einfach. Oh mein Gott, das ist das schönste Haus, was ich jemals gesehen habe. Hier möchte ich wohnen. Aber, warte mal, du bist doch so ein komischer Vogel und stehst nur rum die ganze Zeit. Du könntest mir doch hier das ganze Haus freimachen von den Lianen, von dem ganzen Unkraut, von dem ganzen stinkigen Kissen, die da drin sind wahrscheinlich oder so. Ich werde weiter erkunden und du machst das fertig. Ist das ein Deal? Oh mein Gott, Freunde, ich soll ihm sein Haus jetzt schön einrichten? Ja, ich bin zwar hilfreich, aber er nutzt mich komplett aus. Na gut, Leute, ich habe
hab's euch ja versprochen. Ich werde jetzt hier alles schön einrichten. So, jetzt geht's auf Erkundungstour mit Chili. Das ist meine Lieblingsart von Erkundungstour. Oh, was ist das? Ein Riesenloch? Oh mein Gott, das ist so cool. Chili mal wieder auf Abenteuer. Oh mein Gott, ich springe rückwärts rein, weil ich bin cool. Und zack. Oh nein, war das eine gute Idee? Ich weiß es doch nicht. Huh, diese Wand habe ich inzwischen von diesen Blättern hier befreit. Aber wo ist Chili? Oh nein. Ich hoffe wirklich nicht, der ist da in dieses Loch reingesprungen. Das ist so gefährlich, dieses Schloch. Nein, Chili, ich muss dich unbedingt retten. So. Ich gehe jetzt mal ein bisschen Zug fahren. Da kommen auch schon andere Gäste. Oh nein, Leute, da sind schon wieder Zombies. Warum sind hier so viele Zombies? Ich verstehe es nicht. Oh nein, Leute. Ich muss schnell was machen. Ich mache mal hier schnell die Tür zu. Hier schnell die Tür zu. Und dann fahre ich ganz schnell woanders hin. Und zack. Ich bin hier jetzt in diesem U-Bahn-Schacht. Ich muss Chili finden. Wo ist er? Oh nein, oh nein. Ich komme, Chili. Oh, das ist richtig gemütlich hier. Hier könnte ich es mir richtig schön machen. Wenn ich jetzt noch ein bisschen was von Maggis hätte oder so. Lecker, lecker. Burger-Pommes. Chili, hier, nimm diese Pfeile und diesen Bogen. Ich hoffe, du kannst dich jetzt schützen. Danke, komischer Vogel. Ich brauche doch gar keine Sachen. Die sind nur nette Fahrgäste, die mit mir ein bisschen spaßen. Die verfolgen mich ja doch. Irgendwie kann ich die nicht so richtig einschätzen. Schnell hier durch und dann pau und pau und pau. Okay, Leute, ich würde sagen, die sind schon ein bisschen unfreundlich hier, die Fahrgäste. Wahrscheinlich haben die nicht so viel Besuch. So, du kleiner komischer Vogel, wir werden jetzt wieder zurückgehen zum Haus. Und ich hoffe, du hast schon alles fertig gemacht, weil alles andere wäre natürlich super frech. Oh nein, was hat Chili bitteschön für Extrawünsche? Ich habe gerade sein Leben gerettet und er geht so mit mir um. Oh. Aber na gut, ich bin ja immerhin ein hilfreicher Baby-Siren-Head. Aber er sollte das lieber nicht meiner Mutter sagen, weil die würde sich bestimmt richtig wegen ihn aufregen. So. Oh, du hast es ja wirklich super schön fertig gemacht. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass es da so ein bisschen luftig ist. Irgendwie gefällt mir das Rot auch nicht. Ich denke, ich werde mir ein anderes suchen. Aber danke für deine Hilfe. Was? Ich habe mir jetzt so viel Mühe gegeben und er respektiert meine Arbeit nicht. Aber ich werde ihn jetzt irgendwie überzeugen, dass er mir folgt. Ich werde ihn eine richtig schöne Villa finden. Hier, Chili. Oh Mann, schade, dass er mich nicht hört. Warum hüpft denn der komische Vogel so rum? Will der etwa, dass ich ihn verfolge? Ja, ich habe Chili jetzt eine riesig schöne Villa gefunden. Oh, die ist so toll. Hier wird er sich richtig schön einrichten können. Und noch dazu ist hier ein Keller. Oh mein Gott, ist das ein super schönes Haus. Und wenn ich mich nicht irre, dann ist hier ein Keller. Und wir alle wissen, Keller sind auch super cool. Machen wir mal auf und guck mal, was da drin ist. Und oh mein Gott, ist das schön hier. Richtig gemütlich. Oh, was meint ihr denn? Schreibt es mal in die Kommentare. Soll ich das Haus nehmen oder den Keller? Ich würde sagen, ihr denkt auch alle, dass ich den Keller nehmen soll. Okay, Leute, hier ist es schön gemütlich. Oh nein, ich wette, niemand von euch hat in die Kommentare geschrieben, er soll den Keller nehmen. Denn das Haus ist viel besser. Und jetzt ist er einfach da unten eingezogen. Das gibt's doch nicht. Aber ich muss ihn weiter beschützen. Ich werde auch in diesen Keller gehen. Genau wie zu Hause, Leute. Genau so mag ich die Einrichtung am liebsten. Hier kann man gut hüpfen und sich bis in den Kopf dabei stoßen. Besser geht's doch gar nicht. Oh nein, Freunde, es ist inzwischen Nacht. Und ich will gar nicht wissen, was da vor unserem Keller steht. Bounce. Mein Kopf tut ein bisschen weh. Ich sollte vielleicht mal aufhören, sonst komme ich nicht mehr klar. So, dann machen wir die Tür auf und holen uns mal was Leckeres zu essen. Ich habe den ganzen Tag gehüpft und hier. Oh. Was ist das? Hilfe! Chili muss schnell hier rauslaufen. Er hat keine Chance. Wow. Oh nein, ich kann ihm nicht helfen. Oder doch? Doch, ich kann ihm helfen. Aber er ist zum Glück so schnell wie ein Vogel. Oh mein Gott, diese Stadt ist so gruselig. Was sind das für komische Zombies, Leute? Hey, warte mal. Wollt ihr mir vielleicht was verkaufen? Ich habe ein bisschen Hunger. Habt ihr ein bisschen Pommes Burger dabei? Pommes Burger auf die 1.
So, ich glaube, wir haben die endlich abgehängt, Leute. Und jetzt hier? Oh nein, sind das etwa die Freunde? Die Armen? Die sind einfach eingesperrt im Gefängnis. Guck mal, das kleine Baby da oben. Ich muss denen unbedingt helfen. Komischer Vogel, hast du eine Idee? Freunde, wie kommt ihr bitte schon auf die Idee, dass diese Zombies da eingesperrt sind? Die müssen da draußen sein. Die dürfen nicht in diese Stadt kommen. Aber wie soll ich nur den Chili überzeugen? Ich werde ihnen jetzt nicht helfen. Wenn du mir nicht helfen willst, du komischer Vogel, dann werde ich das halt selber machen mit meiner Hand. Das wird zwar ein paar Jahre dauern, aber zack, 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 zack. Oh nein, Freunde, das wird Ewigkeiten dauern, bis er fertig ist. Und wir müssen vorankommen. Und oh nein, was wackelt denn da hinten? Das ist meine Mama. Oh oh, die kommt zu mir. Die möchte mich retten. Oh, guck mal, du komischer Vogel. Da ist doch dein größerer Vogel. Ich helfe euch jetzt mal. Das ist gar nicht so nett, wie ich dachte. Hilfe! Der kleine komische Vogel ist jetzt plötzlich groß geworden und tut mir weh. Oder will mir zumindest wehtun. Zum Glück weiß er nicht, wie schlau ich bin, Leute. Ich habe mich jetzt hier versteckt. Oh, hab ich gut geschlafen, Leute. Ich bin jetzt hier aus meinem Versteck raus und endlich ist es Tag geworden. So, jetzt kann ein schöner neuer Tag anfangen in der coolen Stadt. Weil jetzt, wo alles weg ist, ist alles wieder super. Jetzt aber erstmal Burger Pommes. Okay, es ist inzwischen Tag und jetzt will er bestimmt da durch. So, jetzt machen wir mal weiter, wo ich gestern Abend angefangen habe. Jetzt befreien wir endlich die kleinen, süßen Mitbewohner. Hier, Chili, nimm dieses Feuerzeug. Erledige deine Aufgabe. Oh, Mann, oh. Freunde. Oh, der kleine komische Vogel hat mir einfach ein Feuerzeug gedroppt. Das ist ja super. Und zack, gleich sind wir zusammen, Leute. Ja, meine Freunde. Hey, was soll das denn? Oh nein, das war doch so klar, dass die ihn angreifen werden. Oh Mann, Chili, lauf lieber weg. Sonst muss ich dich wieder retten. Oh mein Gott, der will einfach mit mir spielen. Oh, du süßer Kleiner. Oh ja, ich weiß. Okay, jetzt hör mal auf, mich zu hauen. Ich weiß, es ist alles nur ein Spaß, aber langsam tut es echt weh. Ey, was soll das? Ich dachte, die werden lieb. Oh nein, hier nach rechts und dann nach links und dann nach rechts. Dann bin ich wieder zu Hause, glaube ich zumindest. So, Leute, weiter geht's. Woo. Ich bin so sportlich unterwegs. Wir werden zwar von komischen kleinen Kindern verfolgt, Leute, aber das ist kein Problem, weil ich bin sportlich und ich werde jetzt hier hoch. Und hier hoch. Oh, Leute, das ist viel schwerer als gedacht. Und hoch. Und hoch. Und hoch. Mann, es funktioniert einfach nicht. Ich brauche unbedingt eure Hilfe. Lasst jetzt nochmal schnell ein Like und Abo da, damit ich hier hochkomme. 3, 2, 1. Oh, danke, Leute. Ihr seid die Besten. Jetzt kann ich hier endlich hoch. Und zack, und zack, und zack. Danke für den Like und Abo. Buh, buh, buh. Oh, Leute, was ist das für eine coole Brücke? Und wenn wir jetzt hier mal weitergehen, dann sehen wir schon gleich... Oh. Einen komischen Vogel. Hallo, Kutschi Kutschi Kuh. Willst du mir was Gutes tun wieder? Willst du mir was Cooles schenken oder mir helfen oder sowas? Oh ja, Freunde, jetzt muss ich ihn unbedingt helfen. Denn gleich wird eine riesige Zombie-Armee spawnen in 3 Wellen. Und er muss diese aufhalten. Ich habe keine Ahnung, wie er das schaffen soll. Na gut, er hat ja mich. Also ich werde ihm schon helfen, aber ich glaube, das wird nichts. Ich werde ihm jetzt ganz, ganz viele Sachen schenken, damit er sich hier ein kleines Lager aufbauen kann, damit keine Monster von der anderen Seite zu ihm kommen. Oh, was gibt mir denn der komische Vogel jetzt die ganze Zeit? Oh, das sieht ja übel cool aus. Warte mal, aber wofür brauche ich das Ganze? Chili muss sich beschützen. Er muss hier überall die Fallen platzieren, damit die Zombies nicht zu ihm kommen. Also irgendwie habe ich das Gefühl, der will mir sagen, dass gleich irgendwas Gruseliges kommt. Ich baue mal lieber hier diese Fallen auf und zack und zack und zack. Oh, da kommt niemand durch diese komische Wand, über die ich gerade geklemmt bin. Da bin ich mir sicher, Leute. Also hoffe ich zumindest. Chili baut gerade hier seine kleine Base auf. Es wird gleich gefährlich. Wir werden gleich den
Kampf zwischen Chili und einer Zombie-Armee sehen. So, und weiter geht's. Jetzt habe ich hier noch so coole Sachen. Die platziere ich auch mal. Oh, die tun richtig weh, glaube ich, wenn man da reinläuft. Aber Leute, ich habe immer noch ein bisschen Angst, weil ich noch nicht weiß, was auf mich zukommen wird. Ich meine, der komische Vogel hat mir einfach nur diese Fallen gegeben. Und ich platziere sie jetzt, weil sicher ist sicher. Vielleicht kommt ja auch gar nichts. Vielleicht kommt auch nur eine Pommesbude oder sowas vorbei. Das wäre natürlich auch super, Leute. Und zack, aber dann könnten die auch gar nicht kommen, wegen den ganzen Fallen. Mache ich das hier überhaupt alles richtig? Oh mein Gott, so viele Fragen. Ich weiß gar nicht, was hier abgeht. Chili ist jetzt fertig mit seiner Basis. Aber eine Sache braucht er noch. Nämlich eine vernünftige Verteidigung. Er bekommt nämlich von mir jetzt eine Taki-Kanone. Ja, und die ist sehr feurig. Ihr kennt Takis ja. Wenn man die isst, brennt die Zunge. Und so wird auch die Zunge von den Zombies brennen. Chili, hier, nimm diese Waffe und diese Munition. Was hab ich denn da gerade bekommen? Ist das etwa eine Takis-Waffe? Oh mein Gott, die ist super cool. Aber wofür brauche ich die denn jetzt nochmal genau? Oh nein, ich hoffe, der Chili weiß, wie man damit umgeht. Oh, das macht so viel Spaß. Die ist genauso feurig wie ich. Wie wir alle wissen, heiße ich ja Chili, Leute. Und zack, zack, zack. Und zack, 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 zack. Und zack, zack, zack. Und das ist, was ich mag. Und das macht so viel Spaß. Oh nein. Was leuchtet denn da so komisch da hinten? Oh nein, Chili hat einfach die Mauer hier kaputt gemacht. Oh nein. Ich glaube, ich habe die ganze Mauer kaputt gemacht. Diese Kanone ist deutlich stärker, als ich dachte. Aber zum Glück sind es nur kleine, mickrige Zombies. Die können mir gar nichts. Haha. Pau, 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 pau. Pow, 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 pow. Ich hab die coolste, feurige Kanone. Yippie, yippie, und es macht richtig Spaß hier. Chili macht das sehr gut. Ich glaube, die erste Welle hat er besiegt. Aber die nächste, mit der ist nicht richtig Kirschen essen. Oh, ein Kinderspiel, Leute. Danke dir, du kleiner Vogel. Aber ich muss was beichten. Ich glaube, meine Munition ist langsam leer. Und diese Waffe ist auch gar nicht mal so stark, wie ich erst dachte. Für die nächste Welle bekommt er eine ganz besondere Waffe von mir. Chili, du bekommst von mir jetzt einen Flammenwerfer und die dazugehörige Munition dazu. Oh, was hab ich denn hier Cooles bekommen? Guckt euch den mal an. Ist das etwa ein Flammenwerfer? Oh, der ist ja noch feuriger als davor. Das ist super cool. Oh nein, Freunde. Die nächste Welle kommt. Ich gehe schnell in Sicherheit. Oh mein Gott. Das sind total viele und irgendwie werde ich hier auch angezogen. Au, 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 au. Ich muss hier ganz stark mich verteidigen. Oh nein, das sind viel zu viele. Die ziehen mich hier in meine eigenen Fallen. Schnell raus hier. Oh, oh, weg hier, weg hier, weg hier. Oh Mann, die sind so, so stark, Leute. Oh mein Gott, die verfolgen mich, Leute. Ich muss hier hoch. Oh nein, weg hier, weg hier. Ich kann da nicht hoch. Wo soll ich hin? Wo soll ich hin? Was soll ich machen? Oh nein, Freunde. Oh, er muss sich hier retten. Er muss irgendwie die Lianen hier hoch. Okay, ich kletter jetzt hier und die Lianen hoch. Er konnte mich gerade noch so retten. Ich hoffe, ich werde jetzt nicht abgeschossen oder so. Ah, ich wurde abgeschossen. Das war natürlich klar, Leute. Oh nein, ich brauche Hilfe. Wo ist dieser komische Vogel, wenn ich ihn brauche? Okay, warte jetzt, aber jetzt bin ich sicher. Und ich hab ihn. Oh, ich muss da jetzt auch hoch. Chili, ich werde dich beschützen. Oh nein. Wir gehen gerade auf die Spitze der Brücke. Oh, klettern, 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 klettern. Oh, endlich habe ich es geschafft. Puh, hier oben sollte ich sicher sein. Aber ich habe Höhenangst, Leute, das wisst ihr doch. Oh nein, es ist so hoch. Ihr guckt euch das mal an. Chili, folgt mir, folgt mir. Oh, wir sind in Sicherheit. Oh mein Gott, diese Wellen waren viel zu stark. Und jetzt, oh nein, ich glaube, Chili sieht das gerade auch auf der anderen Seite. Wow, ist alles nochmal kaputter. Was ist denn hier passiert? Das sieht total kaputt aus, alles. Ah! Das war knapp, das war knapp. Ich hab's gerade noch so geschafft. Oh, Chili ist ausgerutscht. Und oh nein, für ihn wird's jetzt gefährlich. Ich muss Leimblöcke unten platzieren, damit er sicher auf den Boden kommt. Oh Leute, es ist so hoch. Ich komme hier auch nicht mehr hoch. Ich komme hier nicht mehr runter. Was mache ich denn jetzt? Und der Vogel ist auch schon abgestürzt neben mir. Oh nein, ich glaube, ich springe einfach runter. Drück mir die Daumen, dass ich es schaffe. Und, oh mein Gott, da unten sind Schleimblöcke von dem netten Vogel. Und zack, wuh. Und wow. Oh.
danke. Du hast mein Leben gerettet. Oh, warum krieg ich Schaden von dem Schleim? Das ist giftiger Schleim. Oh nein, Chili geht jetzt in die schlimme Zone. Und die ist richtig schlimm. Er braucht eine Gasmaske. Bitte sehr, nimm diese Gasmaske und zieh sie auf. Oh, der nette Vogel hat mir eine Gasmaske gegeben. Das war nicht der Schleim, der radioaktiv war, sondern hier die ganze Umwelt. Oh ja, Freunde. Hier ist irgendwo meine Mama. Er bringt mich zu meiner Mama. Oh Mann, sieht das hier komisch aus. Und hier ist überall so komische Asche, die runterfällt vom Himmel. Oh Mann, hier muss was richtig Schreckliches passiert sein. Chili ist gerade auf einem ganz gefährlichen Gebiet. Hier ist alles kaputt. Und wir suchen gemeinsam meine Mama. Oh, hier muss der Krater sein von der Bombe. Oh, das sieht schrecklich aus, Leute. So, Freunde, wir sind jetzt hier inzwischen auf einem Dach. Und hier sind wir, glaube ich, in Sicherheit. Und Chili scheint gewappnet zu sein auf das, was gleich kommen wird. Denn ich habe das Gefühl, wir haben gleich meine Mama gefunden. Oh mein Gott, was ist das denn da hinten? Ist es deine Mama? Und warum kommt die schon wieder auf uns zu? Ich habe total viel Angst vor der. Letztes Mal war die nicht gut drauf. Oh ja, da ist meine Mama, da ist meine Mama. Aber warte mal einmal ganz kurz. Ich bin ja nicht wirklich das kleine Baby von Siren Head, sondern das alles war ja nur ein Prank. Ich bin eigentlich Bloxy. Oh nein. Ich hoffe, die greift uns gleich nicht an. Oh, ich bin schon so gewappnet. Ich verteidige hier mein Revier. Oh nein, er kommt immer näher. Ich werde mich jetzt verwandeln. Oh ja, ich bin wieder zurück. Ich bin der gute alte Bloxy. Hey, Chili, das war ein Prank. Ah, was ist das? Gelber Vogel. Schnell weg hier, schnell weg hier. Hä? Ich bin gar kein Vogel, ich bin Bloxy. Er hat sich erschrocken vor mir. Ich muss ihn retten. Nicht, dass er in die Nähe von Siren Head kommt. Und nein, egal wohin ich gehe, ist dieser komische Sirenenkopf. Oh. Ja, Hilfe, Hilfe. Oh nein, ich komme gar nicht gegen ihn an. Komm gar nicht gegen ihn an. Oh nein, ich muss irgendwie Chili helfen. Oh nein! Siren Head verfolgt mich jetzt! Chili, hilf mir! War das gerade Bloxys Stimme? Bloxy? Oh, Bloxy, komm schnell, wir müssen hier weg, Bloxy. Bloxy, wo kommst du überhaupt her? Ist egal, wir müssen hier weg, Bloxy, wir müssen hier weg. Nein, wir müssen unbedingt Siren Head besiegen. Glaubst du, wir schaffen das? Chili, oh nein, ja genau, wir müssen ihn besiegen. Ich habe hier eine Bazooka. Ich werde auf sie schießen und los. Oh, sehr gute Waffe hast du da. Aber das reicht leider noch nicht. Wir müssen noch mehr. Wir müssen noch mehr. Einmal nachladen. Und los geht's. Oh, er kommt auf uns zu. Silly, lauf. Ah, oh mein Gott, diese Geräusche. Und wir haben ihn gleich. Einen Moment. Siren Head. Und... ja, wir haben's geschafft, Chili. Ja, let's go. Freunde, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich und Chili haben die Stadt vor Siren Head gerettet. Ja. Checkt unbedingt das Video auch von Chili ab. Es lohnt sich, Freunde. Tschüss. Tschüss.